Willkommen aus dem Audi e-tron GT, in dem wir den Remote Park Assistenten Plus zeigen. Das heißt ferngesteuertes Parken und vorher teilautomatisiertes Parken vielmehr. Wir haben ja gesagt vor 2 Jahren, der Audi A4 kann ziemlich wenig. Der hatte ja Shift by Wire und trotzdem musste man die Gänge wechseln. Jetzt müssten wir noch eine Taste gedrückt halten und das zeigen wir mal zumindest in ein paar einfachen Manövern. Ich bin also auf dem Möbelhausparkplatz, zum Beispiel. So, wir machen es natürlich mal in dem Beispiel, wie wir es auch beim A4 gezeigt haben. Also typisch zwischen zwei Fahrzeugen einparken. Ich komme hier raus, vorwärts und dann gibt es jetzt hier 2 Tasten, die man kennen muss. Einmal den Parkassistenten an sich, die Taste kannten wie bisher. Und dann diese Taste, die ich dann gleich gedrückt halten muss, damit mein e-tron GT auch wirklich einparkt. Und ich muss dann eben keine Gänge mehr wechseln. Also Parkassistent starten, dann sehen wir hier, er scannt auf der Seite. Ich könnte aber auch hier tippen, dass er dann links einparkt. Fahren wir mal vorbei. Ich setze jetzt mal keinen Blinker, ich bin zum Beispiel einfach so am Suchen, fahre auch gar nicht übertrieben langsam. Jetzt noch eine weiter. Ich denke, das wird gleich unsere Lücke sein. Okay, das ist unsere Lücke. Und jetzt steht hier Parkassistent Plus, Hände vom Lenker nehmen, Bremse betätigen, habe ich, und die P-Taste gedrückt halten. Das ist natürlich jetzt nicht die P-Taste, sondern die Parktaste, wichtig. Die bietet sich schon an hier, also einmal gedrückt halten, ich gehe von der Bremse und los geht's. Er zeigt schon den Parkweg, den er nehmen will, sieht schon ganz passend aus. Mal gucken, wie gut er reinkommt. Wir haben es auch echt nur einmal vorher getestet tatsächlich. Ich halte die Taste gedrückt und wir sehen eben dann auch gleich, so plant er nach vorne zu fahren. Und naja, ganz wichtig, ich muss jetzt nicht mehr zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgang wechseln. Also auf dem MQB Evo, da läuft es eben so, auch wie im Q8, dass es dann mittlerweile doch geht. Und jetzt sehen wir hier, obwohl er tatsächlich die gleichen 12 Sensoren, oh, hat er gut korrigiert jetzt, sehr gut. Obwohl er die gleichen 12 Ultraschallsensoren nutzt und nicht das Videobild im Gegensatz zur S-Klasse, hat es schon ganz gut geklappt. Ich nehme den Finger weg und es ist alles beendet und er schaltet in P. Das heißt, jetzt müsste ich nur noch aussteigen, da wir hier ein voll elektrisches Fahrzeug haben. Hat ganz gut funktioniert. Jetzt schauen wir uns aber noch an, wie das ganze Remote funktioniert. Ich fahre wieder an diese Parklücke heran. In dem Fall jetzt so mit 2 Autos. Es würde auch neben einem einzelnen Fahrzeug gehen. Also ich könnte auch rechts vom Golf einparken, das wäre auch kein Problem. Aber das ist eigentlich so immer der beste Fall. Was hier allerdings nicht geht, wie schon gesagt, ist eben das Einparken auf diesen schönen weißen Markierungen. Denn unser e-tron GT erkennt keine Parklücken mit der Kamera. Also wieder vorwärts. Gleiches Spiel noch einmal. Wir suchen eine Parklücke. Das ist eine mustergültige Parklücke. Das heißt, die sollte ihr auf jeden Fall auf Anhieb finden. So. Da haben wir das Ganze und jetzt kommt diese Taste ins Spiel, die Parktaste. Also wir drücken jetzt nicht die physische Taste unten, sondern schalten aufs Smartphone um. Und jetzt haben wir kurz Zeit auszusteigen, ein kurzes Zeitfenster und wir sehen uns gleich außen. So, und das ist jetzt der Knackpunkt und der Moment, wo am meisten schief gehen kann. Unseren Bildschirm aufzeigen können wir nicht, das wird gleich wieder alles stören. Wir nehmen die My Audi App und gehen auf den Parkassistenten. Hier sagt er noch, ich soll laden. Nein, Remote Parken starten. Das muss ich auch schnell machen, sonst macht er es nicht mehr. So, Remote Parkassistent starten. Das sieht bisher ganz gut aus. Und jetzt muss ich nur noch P drücken, denn das Manöver habe ich ihm gesagt. Und für diesen Start, was ich jetzt mache, für das Aktivieren darf ich maximal 3 Meter wegstehen und fürs Remote Parken 6 Meter. Ich entferne mich jetzt nämlich mal ein bisschen. Wir sehen hier auch das Manöver. Zack, angehalten, denn Schlüssel außer Reichweite. Ich gehe etwas näher hin. Macht er jetzt nicht weiter, das heißt Finger weg, Finger wieder auf P. Fahrweg kontrollieren muss ich auch. Und wir sehen hier sehr schön am Display das Manöver, was er macht. Er kommt zu nah an den Golf, das sehe ich schon. Also er muss korrigieren. Ich bleibe nur mit dem Finger drauf. Und wie gesagt, 6 Meter habe ich jetzt. Wenn mir ein Kind dahinter läuft, stoppt er sofort. Also gar keine Frage. Jetzt macht es auch ein bisschen gemächlich. Aber schauen wir doch mal von vorne. Ich glaube, wir stehen recht gut. Ja, naja, ziemlich gut. Wie gesagt, keine Orientierung an den Fahrbahnmarkierungen leider. Aber das war's. Einparken erfolgreich beendet. Und ich sage jetzt Fahrzeug abstellen. Dann hören wir auch, dass unser Geistersound erlischt. Zündung ist an, Zündung ist jetzt aus und passt alles. So, noch eine kurze Erklärung dazu. Warum muss ich so nah dran stehen?
6 Meter darf ich weg mit der Bedienung, aber ich darf nur 3 Meter weg mit dem Schlüssel in der Tasche und dem Smartphone. Denn auch die Wegfahrsperre spielt eine Rolle. Das heißt, ich kann das nicht aktivieren, logischerweise, wenn der Schlüssel im Fahrzeug liegt. Jetzt wollen wir aber noch ausparken. Das heißt, Audi steht. Ich würde ihn jetzt noch manuell absperren. Wir gehen zur Übersichtsseite und ich möchte ausparken nach rechts, sagen wir mal. Parkassistent, das geht dann auch, wenn ich also weg war. Das heißt, mein Fahrzeug muss vorher nicht aktiviert sein. Remote Parken starten, wir verbinden uns wieder. Das läuft übrigens über Bluetooth und das geht nicht über LTE. Also nicht, dass da falsche Ideen entstehen. Ich könnte jetzt nicht aus Süditalien dieses Fahrzeug hier umparken. Remote Parkassistent starten. Jetzt bin ich noch 3 Meter scheinbar im Radius. Das habe ich vorher nicht gemacht, den Motor starten mit genau der Taste, wie wir sie auch im Fahrzeug haben. Sehr schön gemacht. Läuft. Und jetzt ist am sinnvollsten, wir fahren so vorwärts raus, aber ich könnte es auch anders machen. Wieder P. So, und vielleicht, ich laufe dann gleich mal vors Fahrzeug, todesmutig. So, Achtung. Er hat gestoppt, aber im Minifall verzögert. Also er hat mich hier am Bein erwischt, aber nicht überfahren. Hindernis erkannt, vorne ist es rot. Also gehen wir wieder runter. Sozusagen für ihn ein kurzer Stopp, dann wieder aufs P und er wird jetzt so mit einem leichten Schwung nach rechts wahrscheinlich ausparken. Fahrweg kontrollieren. So, jetzt haben wir zum Beispiel Folgendes. Wir stehen jetzt hier, ich drücke jetzt mal Stopp, so reicht es mir. Und ich sage, oh je, jetzt steht er aber blöd, jetzt kommt hier ein LKW und ich muss weg. Dann kann ich auch die letzte Aktion rückgängig machen. Fand ich eigentlich auch ganz gut. Und dann fährt er mir eben wieder zurück, wenn jetzt irgendwie Panik entsteht oder irgendwas Blödes passiert ist oder ich den Fahrweg versperre, weil ich halt wieder zu lang gebraucht habe mit Remote Parken. Dann kann er auch wieder zurückfahren. Wenn ich jetzt hier einen Fuß unter den Reifen habe, wird er wahrscheinlich drüber rollen. Oh nee, er stoppt sogar hier, obwohl ich... Also er hat sogar mit diesem Sensor ein Hindernis erkannt. Eigentlich ziemlich cool. Ich mache das Ganze nochmal rückgängig. Also ich versuche hier nochmal weiter zurückfahren zu lassen. Ah, jetzt kann ich wieder nur P, also ich kann ihn nur vorwärts weiter parken lassen. Nee, also jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es ihm zu dumm, jetzt habe ich auch zu viel rumgedrückt. Aber so viel mal im Ansatz, wie das Ganze funktioniert. Ich drücke wieder Fahrzeug abstellen und das ist Schluss. Es gibt noch ein paar mehr Optionen, das Ganze natürlich auch längs. Und was ich auch machen kann, ist natürlich, wie gesagt, in engen Parkhäusern so einparken, wenn ich wirklich keinen Platz mehr habe zum dann rausgehen, zum Türen öffnen. Kommentiert gerne unten, wie ihr das Ganze findet. Das ist der Remote Park Assistent Plus. Es gibt ja 3 Assistenzpakete, Tour und Stadt und so weiter. Wir haben das Fahrerassistenzpaket Plus, das heißt, da ist alles schon enthalten. Und immer wenn ich dieses Remote Parken Plus habe, dann habe ich auch zum Beispiel diese Roundview-Kamera mit den 4 Kameras. Das heißt, dann habe ich wirklich alles an Bord. Unser e-tron GT kostet hier übrigens rund 130.000 Euro. Da darf man dann ehrlich gesagt schon erwarten, dass so ein Remote Parken an Bord ist. Nochmal ein kurzer Vergleich. Ich sage immer, 2018, als wir das bei BMW gezeigt haben, war es eigentlich am besten, denn da gab es den Display-Schlüssel, da konnte man immer mit dem Schlüssel an- und ausparken, ohne sich erst connecten zu müssen, denn ich musste mich ja hier auch erstmals verbinden mit meinem Smartphone. Bei Volkswagen war es auch ganz gut im Touareg, da hat es sehr ähnlich funktioniert wie hier. Ich würde sagen, ziemlich genau gleich gut. Auch schön war die S-Klasse, die war aber am teuersten und mit Abstand am umständlichsten. Das heißt, er macht das Ganze hier schon ganz gut. Ich hätte mir halt noch gewünscht, dass er sich auch einfach an weißen Linien orientieren kann. Wie immer gilt, das ist im Alltag für mich eine Spielerei. Man kann es aber dann realistisch nutzen, wenn man wirklich so eng einparken will, dass man nicht mehr aussteigen kann. Wir danken euch wie immer fürs Abonnieren und die Glocke aktivieren und freuen uns auf eure Kommentare.